Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homemakes. Ich bin's wieder, eure Yeshim. Und heute sind wir für euch unterwegs in Kargejak. Und zwar in einer unheimlich großzügigen Villa. Ihr habt die sicherlich vielleicht bei dem einen oder anderen gesehen, aber wir wurden gebeten, die Villa auch selber nochmal aufzunehmen und natürlich unseren Zuschauern mal zu präsentieren. Und jetzt schlage ich vor, schnuffern wir herum und wir starten erst einmal hier außen und nehmen heute mal wirklich alles unter die Lupe, weil wenn man nämlich schon ordentlich Schotter in die Hand nimmt, dann will man natürlich auch das Beste dafür haben. Und wir sehen hier, ja, da hat schon ein paar Käfer, haben schon was zu essen gefunden, aber das ist das kleinste Problem hier. So, ihr seht, meine Lieben, wir haben erst einmal hier vorne einen wirklich langen, großen Eingangsbereich. Hier befindet sich das Haus, auch von außen sehr schön gemacht. Ihr seht, man hat hier ein bisschen mit der Beleuchtung gespielt, ein bisschen mit diesen Stuckarbeiten außen gespielt. Da hat man alles schön begrünt. Hier nochmal ein bisschen was reingebaut mit so einem kleinen Bonsai-Bäumchen. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist der Generator da hinten, den hat man da auch hingestellt. Denn, ja, ich brauche es nicht schönreden, aber man braucht hier tatsächlich einen und zwar hauptsächlich in den Wintermonaten. So, jetzt schlage ich mal vor, gehen wir erst mal ein bisschen außen rum und schauen uns mal so ein bisschen um. Ja, ihr seht, auf der Seite haben wir ein freies Feld. Ob da natürlich mal was hingebaut wird, kann ich nicht garantieren. Könnte gut möglich sein. Aber wir haben nach vorne hin absolut freien Platz. Und das ist natürlich die Hauptsache. Denn wir wollen natürlich nicht hier rüber gucken, sondern uns dieses wunderschöne Blau anschauen. Hier draußen hat man jetzt auch noch mal die Außendusche hingemacht. Was auch sehr schön und nett ist, ist natürlich so ein kleiner Barbecue-Platz hier. Und dann hat man hier noch mal so ein Pavillonchen hingebaut mit schönen Möbeln zum Unterstellen, also wirklich schön gemacht. Das absolute Plus hier ist natürlich der Ausblick, ne? Ihr habt tatsächlich keinen Masten vor der Nase, ihr habt gar nichts, ihr habt einmal komplett hier den gesamten Blick über Kargejak, über Mahmutlar und so weiter und so fort bis zur Burg. Und nach vorne hin seht ihr auch, Entschuldigung, ist alles frei. Was natürlich da unten noch steht, das ist natürlich alles noch von der Bauphase. Das kommt alles noch weg und dann sieht das alles sauber und anständig aus. So, und jetzt sind wir ja eigentlich schon draußen. Ihr seht, man hat hier wirklich einen schönen Pool hingemacht. Ja, er ist in die Länge gezogen. Also da muss man natürlich aufpassen. Wer seine Bahnen schwimmen möchte, für den ist es natürlich Gold wert. Wer sein Kind ein bisschen von da nach da schmeißen möchte, der sollte ein bisschen aufpassen, ne? Wenn Mütter wissen jetzt, was ich meine, da ist es immer so ein bisschen riskant. So, dann würde ich vorschlagen, bevor wir da hinten rauskommen, gehen wir erst einmal hier rein und schauen uns ein bisschen innen drin noch um. Ja, man hat hier so ein bisschen diesen barocken Stil gefahren, das seht ihr ja. Und huch, jetzt hätte ich mich fast an der Tür verfehlt. So, ihr könnt dann praktisch einmal hier reinkommen. Wir haben natürlich noch eine Eingangstüre, aber ihr seht, wir sind jetzt erst einmal hier in der Küche eigentlich. Ne? Das kann man schon als separat sehen. Man hat hier eine wirklich große Küche hingebaut, von den Farben her sehr modern, sehr hell, was natürlich sehr schön ist. Wenn man sich hier nochmal einen schönen großen Tisch reinstellt, kommt natürlich drauf an, wenn man nur zu zweit ist, dann langt auch etwas Kleineres. Aber man muss natürlich diese Räume auch füllen, denn wir haben hier wirklich eine sehr, sehr große Fläche im ganzen Haus. Und wenn man hier einmal rumkommt, dann ist man eigentlich im Wohnbereich. Sehr schön hier ist natürlich zum einen die Galerie nach oben. Ja, man hat hier wirklich, es heilt natürlich auch dadurch, dass momentan ja noch gar nichts drin ist. Aber sehr schön ist natürlich die großen Fensterfronten, der Blick nach außen. Also das ist wirklich herrlich. Ich würde hier auch tatsächlich nichts mehr hinhängen, sondern es einfach so frei offen stehen lassen. Das sieht gut aus. Ja, aber wir haben hier natürlich noch ein bisschen mehr. Wir haben insgesamt 4 Stockwerke, deswegen hat man sich gedacht, naja, für jeden, der es braucht, noch einen Aufzug reinzubauen, das ist an und für sich keine allzu schlechte Idee, ne? Wenn man natürlich irgendwie krank ist, älter ist oder wie auch immer, dann ist das eine gute Sache. Und jetzt gehen wir erst einmal noch hier rum. Das ist eigentlich der Eingangsbereich, meine Lieben. Ihr seht, auch das ist völlig in Ordnung. Wir haben hier ein Tischchen. Wir haben da ein bisschen Spiegelchen, ein bisschen Verschnörkseleien und ich zeige euch nochmal die Türe.
Die sieht natürlich von außen dann nochmal so aus. Und das ist eigentlich der normale Start zum Video. Und jetzt nehmen wir das restliche Haus unter die Lupe. Es muss ja immer wieder irgendetwas passieren. So, ihr kommt nach Hause und dann geht es erst mal ganz schnell hier rein. Das ist ganz gut, dass das der direkte Weg nach außen ist. Sehr schön von der Größe her, Fliesen, tipptopp. Möbel, Badmöbel, sagen wir mal so, auch sehr schön gemacht. Kann für den einen oder anderen etwas niedrig sein. Türkische Maßeinheiten sind etwas anders aufgrund unserer Körpergröße. Wenn ich die Schuhe ausziehe, komme ich gerade noch hin. Dann haben wir hier die Duschkabine. Der Boiler ist auch schon da. WC um die Ecke. Sehr schön natürlich das Fensterchen. Das heißt, man hat Licht, man kann lüften und das sieht gut aus. Ja, Fußbodenheizung übrigens noch überall. Und dann hat man hier so das erste Kämmerchen. Ja, auch hier seht ihr, hat man einen schönen Blick nach außen. Die ganze Villa ist mit einem Belüftungssystem ausgestattet. Genau, da könnt ihr noch mal ein bisschen was sehen. Fensterchen haben wir auch. So sieht's mal aus. Und jetzt, gehen wir nach oben oder gehen wir nach unten erstmal? Nach oben. So, der Chef hat es gesagt und jetzt sehen wir uns gleich im ersten Stock. Und hier oben im ersten Stockwerk angekommen, möchte ich erst einmal noch darauf ein Augenmerk legen. Und zwar haben wir hier im gesamten Haus ein Smart Home System. Dafür gibt es dann diese schönen Tablets in jedem Stockwerk. Und natürlich eine Videosprechstelle, damit man nicht einmal ums ganze Haus rennen muss, wenn jemand vor der Tür steht. Wir sind jetzt im ersten Stock, meine Lieben. So, man hat hier eine wirklich schöne Galerie hingemacht. Das sieht absolut edel aus. Man kann den Pool sehen, zum Pool übrigens noch. Der hat insgesamt 92 Quadratmeter, das ist nicht ohne für einen Pool. Der Aufzug, da hat man noch mal ein paar Schränkchen hingebaut, damit man da noch mal Stauraum hat. So, und jetzt geht es natürlich in das erste Zimmerchen hier oben und auch hier. Also alle Zimmer haben einen absolut freien Blick auf das Meer, auf das Grün, auf die Stadt. Da ist alles beinhaltet. Wir haben Balkone auf jede Richtung, genau, da können wir auch gleich mal rausgehen. Schöne Schiebetüren. So, ihr seht, da kann man auch noch mal ein bisschen was hinmachen, eine Liege, ein Stühlchen oder sonst irgendetwas. Wasser haben wir auch, das ist auch ganz toll. Da kann man natürlich dann ein bisschen auch was Grünes hinmachen. So, hier haben wir natürlich auch noch ein Badezimmer. Jetzt machen wir mal hier das Licht an. So, und die Badezimmer hat man hier wirklich schön gestaltet. Also von den Wandtapeten her, dann mit diesen braunen Holzfliesen. Und dann haben wir die Duschkabine noch auf der Seite. Also sehr modern ausgestattet. Da hat der Architekt gute Arbeit geleistet, muss man wirklich sagen. Bei der Umsetzung hat es auch gut funktioniert. Und jetzt gehen wir mal an den zum nächsten Flügel. Ja. So. Und der befindet sich natürlich hier. Und da haben wir so gesehen, spiegelverkehrt, dasselbe Zimmerchen wieder. Auch wieder mit einem traumhaften Ausblick nach draußen. Balkone identisch, also ja, schön gemacht. Das Badezimmer, ihr könnt mal kurz reinschwenken. Ihr seht, auch hier haben wir wieder denselben Stil. So, und dann geht es aber husch, husch, ganz schnell nach oben und dann schauen wir uns da weiter noch um. Ja, und wir haben ja gesagt, dass wir heute mal ein bisschen was unter die Lupe nehmen. Und auch hier möchte ich euch zeigen, dass man hier tatsächlich fein und sauber gearbeitet hat. Also es gibt teilweise wirklich Immobilien, da sieht das nicht so gut aus, nicht so sauber aus von der Qualität her, ob es jetzt das Silikon ist, ob es die Farben sind, ob es die Stuckarbeiten an den Wänden sind. Ihr seht ja, da hat man wirklich ein bisschen ein Augenmerk drauf gelegt, dass das alles seine Ordnung hat und dass es auch anständig ist. Und das hat ganz gut funktioniert hier in diesem Objekt. Ihr seht, wir haben hier auch wieder dasselbe. So, und jetzt befinden wir uns ganz oben.
Und da haben wir schon mal das nächste Zimmer hier auf der Seite. Man merkt hier ein bisschen, ist die Decke natürlich tiefer als in den anderen Räumen, aber trotzdem hat man hier ausreichend Platz, auch nochmal einen schönen Blick nach außen. Spots hat man hingemacht und Licht hat man natürlich dadurch, dass man auf beiden Seiten die Fensterfronten hat. Und da können wir auch nochmal rausgehen. Ja, und ihr seht, also auch hier haben wir ausreichend Platz. Da kann man ein Tischchen, ein Stühlchen und sowas rausstellen. Und das sieht eigentlich so gesehen ganz vernünftig aus mit dem Blick von oben. So, und auch hier haben wir natürlich wieder das eigene Badezimmer. Hier hat man wieder ein bisschen einen anderen Stil gefahren, auch sehr modern. Sieht hübsch aus mit diesen Fliesen, ein bisschen Gold hat man mit reingebaut. Aber ansonsten auch wieder alles tipptopp. Ja, es funktioniert alles, das ist auch schon mal das Gute. Und dann geht es hier rein. Dieser Raum, meine Lieben, den kann man entweder natürlich als zusätzliches Wohnzimmer mit Kochnische nutzen oder man sagt einfach, man macht hier ein Gästezimmer hin oder wie auch immer. Oder man sagt, ich will das gar nicht haben, raus damit. Was natürlich perfekt wäre, ist so gesehen ein PlayStation-Raum für alle Herren, die sich das anschauen. Ja, es wird schon zugestimmt. Da kommt ein ordentlicher Kühlschrank rein. Wer braucht schon Geschirr? Da geht die Dose oder die Pulle einmal auf und dann hat man nur den Müll. Und ansonsten braucht man großartig nichts. Also ein Kühlschrank, den organisieren wir auch noch, ist kein Thema. Eine schöne Couch und ein großer Fernseher. Und dann ist das hier eigentlich der ideale Raum, denn wir haben natürlich auch elektrische Jalousien und wenn wir die einmal runterfahren, dann ist das hier abgedunkelt. Ja, und zum Rauchen oder was auch immer kann man dann hier auf die Terrasse rausgehen, ob es jetzt eine Wasserpfeife ist oder eine Zigarre oder weiß der Kuckuck was. Man hat eigentlich alles in diesem Bereich und ihr seht, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Was natürlich auch toll ist, ist der Blick auf die Taurusberge. Ihr seht, auch da haben wir wirklich ja, ein schönes Fleckchen hier und die Villa ist natürlich so schön, dass man sagt, man hat hier einen traumhaften Ausblick. Ja, jetzt waren wir ein bisschen in diesem Hobbyraum stecken geblieben, aber jetzt geht es noch weiter. Schaut euch mal diese Wandverzierungen an. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Architekt hier hat tatsächlich echt Geschmack bewiesen, hat er traumhaft gemacht. Wir haben hier diese modernen Dinger, wir haben ein bisschen Stuck. Wer möchte, kann sich da natürlich auch so wunderbare Fotogalerien oder weiß der Kuckuck was da rein verzieren. Also schöne Sache, aber wir haben ja noch ein Zimmerchen hier oben und auch hier haben wir wieder genau das Spiegelverkehrte zu dem anderen Raum. Also brauche ich gar nicht großartig hier ins Detail gehen. Traumhafter Ausblick, schönes Badezimmer. Jedes Zimmer verfügt so gesehen über ein eigenes Bad mit Duschkabine, WC und Waschtisch. Auch sehr schön sind natürlich diese kleinen Nischen, die man da in jedes Bad mit reingemacht hat, genau. Für Shampoo, Seife und Co. Und man hat hier natürlich, ich muss es sagen, Gott sei Dank nicht allzu viel auf dieses Gold gesetzt, sondern man hat hier wirklich ein bisschen gespielt mit Modernem, mit etwas Klassischem und so weiter und so fort. So, und für jeden, der natürlich noch ein bisschen leichtsinnig ist, der kann dann nochmal nach oben krabbeln und sich das Dach anschauen, aber ohne mich. Aber man braucht natürlich nochmal ein Fleckchen, um da oben irgendetwas zu machen, falls es was zu machen gibt. Aber jetzt, Freunde, gehen wir nochmal ganz runter in den Keller und den schauen wir uns jetzt gleich an. Hier bin ich, ja, wir sind unten im Kellergeschoss und hier unten hat man so ein bisschen Spielereien reingebaut, wie zum Beispiel dieses wirklich sehr schöne Hammer, Platz für zwei, es fehlt nur noch die Masseurin, der Masseuse, wer auch immer. Schön auch hier diese LEDs, Verzierungen an den Wändchen, die Wasserdinger hier und natürlich
der ganze Flair, den man hier hat. Ne? Also man hat das wirklich sehr schön zusammengestellt. Auch von den Türen hat man hier ordentlich was genommen, damit da auch wirklich der Dampf drinnen bleibt. Und hier unten haben wir alles, was eigentlich so das Fitness- und Spa-Herz begehrt. Denn wir haben, bevor ich mit denen anfange, möchte ich dazu noch etwas sagen. Das auch hat man wirklich sehr schön gemacht. Also ich habe das tatsächlich das erste Mal jetzt gesehen, dass man so eine Strukturwand hierher gezaubert hat. Sehr, sehr schön. Alleine von den Farben, von dem Stil, von den Decken her. Man hat hier ein bisschen was Spa-mäßiges eingebaut und es ist einem tatsächlich gelungen. Man hat hier dann auch nochmal für 4 Personen einen wunderschönen Jacuzzi. Der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus und auch diese Stufen, die man da drumherum hingebaut hat, sind natürlich von Nutzen, denn wer da einfach so rausspringt, der könnte auch ganz böse am Boden landen. Aber deswegen haben wir ja auch unsere Hausschuhe und alles. So, wir haben hier eine Sauna und auch die hat man sehr schön gemacht. Ihr seht auch viele, viele Plätze zum Hinlegen, zum Hinsetzen. Also man kann ja auf jeden Fall einige Leute bewirten hier in diesem Haus. Und auch das ist eine sehr schöne Sache. Das haben wir jetzt, ein paar Objekte haben wir schon gesehen, da hat man das genauso gemacht. Finde ich eine feine Sache, sieht sehr edel aus, sieht sehr schön aus. Holz ist auch toll, Geruch passt auch. Upsa. Ein Fensterchen hat man auch nochmal reingebaut. Dann hat man natürlich hier unten auch nochmal ein Badezimmer reingebracht. Kleiner Waschtisch, WC, Dusche. Die Fliesen auch wieder sehr schön, wie im oberen Stockwerk auch. Im Eingangsbereich sehr, sehr schön. Tolle WC-Tür, muss man auch dazu sagen. Ja, und dann geht man hier weiter. Und jetzt schauen wir uns erstmal diese kleinen Räumchen an. Und dann hat man hier nochmal einen Dampfbad reingestellt. Und dieses Dampfbad ist natürlich auch riesig. Ne? Das seht ihr auch mit dieser Kuppel, sehr schön gemacht. Sehr originalgetreu. Sieht gut aus. Auch hier die Arbeiten, man merkt auch die Fliesen, diese kleinen Mosaike, die hat man wirklich sehr schön ausgesucht. Die schimmern in allen möglichen verschiedenen Farben, wenn man sich das so anschaut. Und gute Sache. Sieht gut aus, schön gemacht, tolle Idee, muss man wirklich sagen. Und dann hat man natürlich hier nochmal ein bisschen was für das Sportlerherz. Sehr schön, hier ist natürlich diese tolle Spiegelwand, die man da hingemacht hat mit diesen LEDs. Ein bisschen was Verspieltes, hier nochmal ein bisschen was Modernes, Holziges. Also Wandverkleidungen, muss ich ganz ehrlich sagen, tipptopp hier, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. 3 Gerätschaften hat man sich reingestellt, würde noch ein bisschen was reinpassen, so ein Rudergerätchen, eine Yogamatte für ein bisschen Gymnastik oder wie auch immer. Und dann ist das hier eigentlich auch voll, aber wir haben da hinten noch ein Räumchen, da, meine Freunde, wird es ein bisschen lauter, das ist eigentlich so gesehen ein Manko, was man hier hat, denn wir haben hier eine Belüftungsanlage, das habe ich ja euch gesagt, und die läuft natürlich hier durch und das könnte ab und zu etwas laut sein. Momentan hören wir nichts außer mich selber, aber wenn natürlich oben alles läuft, dann macht das hier natürlich Geräusche. Aber ihr seht ja, wie es heilt. Hätte ich jetzt eine tolle Stimme, würde ich euch was vorsingen. Ave Maria. Man kann hier auch eine Kapelle draus machen, aber das empfehle ich euch nicht. Bitte keine Beiträge zu meinem und keine Kommentare zu meiner Stimme. Ich weiß es selber, aber ich wollte es mal austesten. Das ist die Tiefgarage. Und hier passt nicht nur eine Schüssel rein, sondern auch 2 und ein paar Fahrräder, ein Quad, ein Motorrad, ein Boot oder was auch immer ihr euch noch kaufen möchtet und hier reinstopfen wollt. Ich renne von meiner eigenen Stimme weg. Das passt hier alles rein. Und das ist auch gut so. Und jetzt haben wir wirklich auch alles angeschaut. Und mehr haben wir hier nicht mehr. Ah, außer das kleine Kämmerchen hier noch. Was natürlich sehr wichtig ist, haben wir da Licht? Ich glaube nicht. So, meine Lieben, hier kann man sich natürlich dann noch den Quasimodo reinsperren, der sich dann mit solchen Techniken nicht. Genau, also hier haben wir praktisch so gesehen unseren Sicherheitsraum. Und
Gerümpelkammer für die Gartenmöbel. Also hier ist praktisch die ganze Sicherheitstechnik drin. Ihr seht, hier hat man natürlich ein bisschen den Charme des Hauses verpasst, aber man hat hier natürlich alles, was man braucht, wie zum Beispiel einmal diesen Sicherungskasten, von denen gibt es mehrere und ihr seht natürlich, dieses Smart Home System ist hier natürlich vertreten. So, und deswegen mache ich auch hier gleich die Tür zu, auch gut mitgedacht ist natürlich dieses Lamellending, dass da auch wirklich alles belüftet wird. So, und jetzt, ja, kann ich großartig gar nichts mehr dazu sagen. Und jetzt nochmal von mir ganz kurz zusammengefasst. So, wir befinden uns im Stadtteil Kargojak, etwas weiter oben, damit wir auch diesen traumhaften Ausblick haben. Wir haben hier eine vierstöckige Villa mit einer sehr großen Poollandschaft mit insgesamt 92 Quadratmeter. Wir haben 610 Quadratmeter Grundstückfläche und 530 Quadratmeter Raum, Wohnfläche, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten alle genauen Angaben könnt ihr natürlich unten durchlesen. Was natürlich auch sehr schön hier ist, ist, wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Erwerb dieser Villa auch die türkische Staatsangehörigkeit mitzuerwerben. Das möchte ich natürlich dazu sagen, denn in Kargojak gibt es momentan noch kein IKAMET. Das muss man natürlich auch noch mal dazu erwähnen. Ja, wir haben eine 6 plus 1, das heißt 6 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Und wenn man das so nennen darf bei dieser Größe. Ja, alles andere habt ihr natürlich gesehen. Alle weiteren Informationen unten in der Beschreibung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch diese Immobilie zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Eure Jesche, macht's gut. Tschüss.